Hallo Leute, da bin ich wieder und willkommen zum zweiten Teil, neues Update. Ich halte mich diesmal nicht lange auf nordische Götter der Dungeon. Licht ist gleich Schatten, heißt. Nein, Licht ist nicht gleich Schatten. Leute, ich weiß jetzt, warum ich hier mit meinen Leuten angegriffen habe, weil ich anscheinend zuerst den Schlüssel gefunden habe von der Schattenwelt. Hat mich schon gewundert. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Ich bin jetzt in der Schattenwelt und habe dadurch natürlich auch Gegenstände bekommen, die ich nicht in die Toilette werfen kann. Aha. Also immer was Neues. Na, dann schauen wir mal, wie weit wir in der Schattenwelt noch kommen. Denn die anderen sind ja hier jetzt irgendwie bei 9, 5, 8, 8 Schluss. Hela. Okay, ich komme definitiv dran und wir haben Intelligenz. Okay, dann schauen wir mal. Ja, einen Treffer hätte ich jetzt dann auch nicht mehr aushalten können. So, jetzt habe ich nämlich das erst gecheckt. Ja, nehme ich auch mit. Nehme ich auch. So, wie gesagt, die können dann, kann ich dann ja gleich auseinandernehmen morgen. Ich muss jetzt mal gucken, irgendwelche der Verzauberung ich noch brauche. Erfahrung, Wegesrand, Reisezeit, Gold. So, Kampf. Nee, die beiden wichtigen. Okay. So, Tor. Kein Zimmer frei, okay. Wieder ein Krieger. Wieder kommen alle dran, okay. Und Stufe 485 jetzt schon. Okay. Ich glaube, bei Tor ist schon Schluss. Schauen wir mal, was hier ist. Okay, ist auch ein Krieger. Der aber 262. Ja. Also er besiege ich noch Zauberschule. Ah, was war das? Schon wieder zu schnell geklickt. Okay, das ist Intelligenz. Also er besiege ich noch Zauberschule. Er besiege ich sogar noch den hier. Okay, also. Naja, das ist jetzt nochmal ein bisschen mehr. Also von der Reihenfolge her glaube ich jetzt Osteros, Zauberschule, Idole weiß ich nicht, und nordische Götter dann als nächstes. Na gut. Okay, Leute. Tada! Ich habe dann auch die Lichtwelt. Heimdall, wer hätte es gedacht? Du hier. So.
Und hier gibt es anscheinend keine Chance, einen Gegenstand zu bekommen. One-Shot! Tor, altes Haus. One-Shot! Und... Ach, am wenigsten ist es 10 Millionen wert. Und was habe ich heute hier? Gürtel. Naja. Ein Level schon mal. Jetzt kommt Odin schon. 330. Okay. Also er ist grundsätzlich besser. Aber wenn Loki jetzt schon kommt, wer kommt dann? Sag mir gar nicht. Ymir, Ymir. Krieger. Ah, die Midgard-Schlange, okay. Und kommt dann der Fenrir-Wolf. Eieiei. Also 300. Okay, der Wolf. Und der hat doppelt gerade angegriffen. Berserker. Okay. Könnte er das lassen? Danke. Ich habe jetzt hier kein einziges Epic bekommen. Schlecht. Ganz schlecht. Surtur? Ach, der Ragnarok einleitet. Das ist aber nur Marvel. Okay. 500er. Krieger. Berserker. Irgendwas. Dreimal angreifen. Okay. Sonst hätte ich ihn. Dede. Oh, ein Epic und das noch mal ohne Sockel. Grandios. Ja. So, hat sich das jetzt hier irgendwie aus? Nee, natürlich in der Ey, sehe ich das jetzt richtig? Also irgendwie ja, aber zählt den trotzdem nicht. Na, da ist er doch. So. Das war's also. Zwei Level. Einen sicheren Pet-Angriff verloren und den Winzen gewonnen. Ja, und dann schauen wir mal, ob das jetzt hier schneller geht. Also ich fand's gut, Dungeon. Ja klar, Fallobst hin oder her. Ist natürlich immer schwierig, jetzt nachhinein irgendwas rein zu skalieren, wo jeder irgendwie so den Punkt findet, wo er sagt, okay, jetzt habe ich hier Gegner, da komme ich mal schnell voran, also Fallobst, so wie gerade eben, und ich habe Gegner, da muss ich dann noch einen oder anderen Pilz opfern und noch ein bisschen was machen, weil eben die Progression nicht mehr so schnell ist. Von daher ist es für mich vollkommen in Ordnung zu sagen, okay, ich bin jetzt hier durch einen Lichtdungeon fast durchgerusht und bei dem anderen bin ich noch nicht mal bei der Hälfte.
Aber es hat zwei Level gebracht oder fast zwei Level und ich finde die Änderung eigentlich gut. Grundsätzlich wollte mich, also kann mich da eigentlich auch nur bedanken. Und was den Rest angeht, ja, also mit dem Ausbau hier der Schatzkammer finde ich grundsätzlich eine super Sache. Halte es halt nur für schlecht, weil eben die meisten Edelsteine ausbauen werden. Aber eventuell kommt da ja noch mal was anderes oder eine andere Lösung. Und hier bin ich gespannt einfach auf die Platin-Sachen, weil letztendlich zielt ja jeder irgendwann dahin, zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Set equipped und ich habe alle Vorteile durch Runen. Also ich habe Leben, ich habe Widerstand, ich habe Erfahrung, ich habe bessere Gegenstände, alles dabei. Das ist ja irgendwann so der Traum, den wahrscheinlich jeder hat. Und ich hoffe, dass man da irgendwie dann doch in absehbarer Zeit hinkommt und nicht in 5 Jahren oder so. Von daher, das war es jetzt von mir mit zwei Videos. Euer Markus, bis zum nächsten Mal. Ciao.